Schade. Hier rein. Okay. Ah, ist auch ganz nice. Von hier oben sind die ja rumgerannt. Ah. Verstehe, verstehe. Wir haben mich die ganzen Penner durchgescheucht. Geschickt um. Und lausche ich hier, ob ich hier nicht irgendwas feindlich... Gesinntes entdecke. War das hier? Alter. So. Oh, keine Mollys mehr? Da doch nicht. Dem gehört, richtig? Aber ich muss sagen, das ist echt nice, das Teil. Ah ne, da ist der Haupteingang. Und da ist Schenk. Wer auch immer Schenk ist. Schenk's mir. Angeblich haben hier Supermutanten angegriffen. Die bauen gerade alles wieder auf. Kinderspiel. Wenn noch was da ist. Wie verlässlich ist deine Quelle? Verlässlich, Schenk. Ich erzähl dir keinen Müll. Und ich möchte, dass es auch so bleibt. Hier, das ist für dich. Wenn du noch was erfährst, dann... Schenk, du erfährst es als Erster. Hm,
Du bist also der neue Overboss. Ich glaube, wir beide werden in Zukunft viel zu besprechen haben. Hey. Achte nicht auf mich, Boss. Ich behalte nur alles im Auge. Wer auch immer Shank ist, aber er wirkt auf jeden Fall ziemlich nice. Hui. Okay, keine Lust mehr, was sowas. Okay. Ich muss so schnell nicht wieder da raus. Ich hab's nicht so mit Unterhaltung. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Okay, so. Dann laufen wir weiter. Boah, was würde ich nicht alles geben, wenn es hier auch noch so einen neuen Stalker-Teil gäbe. Am besten auch genauso groß und diese mit so vielen Features wie das da. Entschuldigung, Sir. Bist du glücklich? Wirklich glücklich? Ich glaube, ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. Die Habologie ist der Weg zur Erleuchtung. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Was ist Habologie? Die Habologie ist eine Wissenschaft, die das Ziel hat, das wahre Potenzial des menschlichen Geistes zu entfalten. Sie bringt jenen, die ihrem langen Weg folgen, wahres Glück und Frieden. Dara kann das viel besser erklären als ich. Sie ist ein AHS-9. Komm mit und sie wird all deine Fragen beantworten. AHS-9? Ist es eine Art Code? Das ist ihr Rang im Großen Rat der Habologie. Ich bin nur ein AHS-6. Sie sitzt im Zentrum des Großen Rats. Du kannst ihr all diese Fragen stellen. Folge mir. Warte. Irgendwo das kommt mir bekannt vor. Ist das Scientology? Von Habologie L1 Hubbard. Also Habologie. Also, L1 Hubbard ist der Typ, der Scientology erfunden. Los, mach hinne. Ist das jetzt ernsthaft Scientology? Also, okay. Ist das fucking Scientology? Falls ja, dann mache ich sie nämlich an. Ja, nicht unbedingt. Weil manche, vor allem kann man ja nicht alle töten. Zum Beispiel die halt eben.
für Quests und so essentiell sind, glaube ich, unsterblich.